Moin Leute und willkommen zurück zu Enderal. In der letzten Folge, ja, da sah das hier alles ein bisschen anders aus. In Flammen und alles irgendwie explodiert. Ich habe ja zu euch gesagt, dass ich nochmal den anderen Safe lade, um halt zu schauen, ob wir das noch beeinflussen können, weil ich da ja wahrscheinlich mit allem ein bisschen schnell gewesen bin. Und ja, im Moment können wir erstmal nichts machen. Ich muss erstmal hier hochlaufen. Und dann. Was zum Zaira? Ja. Müssen wir uns das Doruwal Gequatsche von diesem Affen hier Der nochmal Geduldige anhören? findet einen Weg. Ich dachte schon, ihr zwei Täubchen würdet nie voneinander lassen. Also doch. Ja, ihr wurdet. Fokus, ich hau mir schon mal ein bisschen Danke was für an das Kopf hier. Türenöffnen übrigens. Das hat uns eine Menge Sucherei erspart. Ihr seid nicht schlecht, wisst ihr das? Nur. Oho. Ihr Darius verplempert muss noch keine her. Zeit, das gefällt mir. Dann will ich euch denselben Gefallen tun. Kirasch, was ist das? Lasst mich runter, sofort! Das, mein Mäuschen, ist Mentalismus in Perfektion. Denn diesmal ist man keine Risiken eingegangen und hat sich für eine fähige Truppe statt der Tölpel aus Aldrashengrad entschieden. Wird fertig. Schaut doch nicht So. so grimmig, mein. Ihr kommt als nächstes dran. Ja, so, wir nehmen wieder Aha, da hat Rhetorik. jemand ein Gespür fürs Geschäft. Ja. Nicht ganz, aber ich verstehe, was ihr sagen wollt. Schaut doch nicht so grimmig, meine Süße. Nehmt sie euch, Freunde. Aber vorsichtig, verstanden? Ich will sie lebend. Sicher doch. Den Stein, Zaira. Hol den Stein und dann verschwinde von hier. Halt einfach still, Kleine. Sonst machst du es nur schlimmer. Nein, sehen. nehmt eure Hände von mir, verdammt! Ich hab doch hier den Schlüssel. Nein, Kirasch, ihr macht einen Fehler. Den Göttern kann die Schlampe nicht einfach mal die Klappe halten? Da platzt einem ja das Trommelfell. Ich bin doch gesprungen. Na, endlich. Das war ein Fehler. Ich glaube, das kann noch mal gucken, ob ich hier noch. Es kommt mir bald so vor, als wenn man Halt da einfach nichts machen still, kann. Kleiner. Sonst machst du es nur Machen kann. schlimmer. 70 Sekunden zur Rettung. Nein. Kirasch, ihr macht einen Fehler. Bei den Göttern kann die Schlampe nicht einfach mal die Klappe halten? Da platzt einem ja das Trommelfell. Verschlossen? Verstehe ich nicht. Na, endlich! Nee, das ist geskriptet, Leute. Das. Das war ein Fehler. Ich kann's nochmal, aber das. Na, endlich! Ich kann hier nicht rüberspringen. Da, ich werde da immer. Das war ein Fehler. Das soll, glaube ich, so sein, tatsächlich. Natürlich war es das. Und jetzt? Was zum Henker? Ich hätte das halt gerne gesehen, so, ne? Warte mal, können wir nicht. Ich glaube, den. Den Schnellspeichern-Safe, den habe ich leider überschrieben. Halt einfach still, Kleine. Sonst machst du es nur schlimmer. Nein, nehmt eure Hände von mir an. Was, ihr macht einen Fehler. Bei den Göttern kann die Schlampe nicht einfach mal die Klappe halten? Nee, das ich. Einem ja das Trommelfell. Ich hab jetzt hier nochmal. Ich glaube. Nee. Na, endlich!
vorhin war, die Tür hier, glaube ich, haben sie jetzt zugemacht, ne? Ja, ich wollte das nämlich sehen, was da passiert. Ne, ich kann die nicht öffnen. Ja, dann ist das leider so, Leute, dann können wir da nichts machen. Weil hier die ist verschlossen und hier fliegt man halt runter. Das war ein Fehler. Natürlich war es das. Und jetzt? Was zum Henker? Ja, ich glaube, das soll so sein, Leute. Schade. Was? Ich glaube, das solltest du sehen. Was? Das hört sich auf jeden Fall extrem heftig an. Mein Bein, mein Bein. Ja, das scheint so geskriptet zu sein, Leute. Mit dem Ausgang. Also ist jetzt auch egal, was ich gemacht habe. Es war immer mit dem Ausgang, dass man da durchs Holz fällt. Und dann hier irgendwie wieder wach wird. Darius, ist schon Simael, hast du irgendwas mitgekriegt? Hä, warum ist das jetzt hier? Ach so. Ich wollte gerade sagen, warum ist das jetzt hier zu, aber... Das ist halt woanders. Wie das jetzt hier aussieht, ey. Heftigst, ey. Weiß nicht, ob dieses neue, dieses Wesen aus Kalia da rausgebrochen ist. Vielleicht werden wir das ja noch erfahren. Das ist auf jeden Fall hart traurig. Ich habe halt echt gedacht, ich kann sie hier noch retten, ne? Tja, dull, auf jeden Fall. So, wir müssen jetzt den Engel und den schwarzen Stein finden. Ah, die anderen, das sind, glaube ich, hier diese... Die hat's komplett zerlegt. Aber wir gehen dann nochmal... an hier normalen Rundgang. Ich glaube aber nicht, dass es da oben irgendwas gibt. Die hätten wir jetzt auch looten können, das wäre jetzt egal gewesen. Beschlossen, ich brauche einen anderen Weg, ja. Mal hier mal ein Safe, vielleicht können wir... Ah, nee, guck mal. Irgendwie ist es so gemacht, dass man da... Kann hier auch gar nicht. Das ist wie so eine... Das ist eine unsichtbare Wand hier, glaube ich. Ich denke mal, dann wird da auch nichts sein. Glaub nicht. Okay. Erschütternd immer alles noch, finde ich das. War verschlossen. Okay, dann müssen wir jetzt hier weiter. Dalgala Sanctum.
Es sind auch wieder Bücherschränke. Ah, hier sind, glaube ich, wieder Gegner, wenn ich mich nicht verhört habe. Hört sich auf jeden Fall hart danach an, dieses Geröffel und alles. Siehst du, habe ich doch gesagt. Schön daneben geballert. 3, 4, 5 Mal. Und was hast du damals gemacht? Alle sind hineingerannt, aber du bist einfach draußen geblieben und hast den Regen genossen. Als gäbe es nichts Schöneres. Ich hätte mehr für dich da sein sollen, Sternchen. Viel mehr. Aber ich werde es wieder gut machen. Und morgen ist es endlich soweit. Die Experimente haben ein Ende. Ich werde dich heilen. Wenn du und der Stein erstmal verbunden sind, wirst du wieder lachen können. Und diesmal werde ich dir ein guter Vater sein. Und das ist nicht alles. Der Stein wird dich verändern. Denn er wird Teil von dir werden. Und seine Kraft wird dir eine Macht geben, von der selbst die Lichtgeborenen nur träumen können. Blinde werden wieder sehen, wenn du es willst. Stumme widersprechen. Und du wirst das tun, woran ich gescheitert bin. Die Menschheit von all ihrem Leid befreien. Wie ein Engel. Bei den Göttern, das Mädchen selbst sollte der Engel werden. Ja. Krass. Sanktumschlüssel noch. Wie viele Schlüssel liegen denn hier rum, Alter? Ich mache hier mal ein Save. Man weiß ja nie, wenn man da jetzt lang geht. Wir gehen mal erstmal hier rein. Oder? Oh ne, ich bleib erstmal. Das scheint eine ganz neue Ebene zu sein. Leute, geil! Magisches Symbol! E67 von 100! Hammergeil! Herrlich! Richtig, richtig gut! Richtig, richtig gut, ey! Oh, ich freue mich! Das ist alles... Ah, guck mal hier! Scientia Sinistra, zionischer Splitter, Stufe 3. Geil. So. Dann gehen wir hier hoch. Das scheint, wie gesagt, noch eine ganz neue Ebene zu sein. Da ist auf jeden Fall so ein... Oh, geil! Noch ein magisches Symbol, Leute, ey. 68 von 100, herrlich, ist das geil. Ich freue mich, ist das cool. So, jetzt aber. Ich denke mal, das wird der Stein sein.
Ja. Magische Anomalie. Oh. Die stehen wieder alle auf. Halt. Oh, ist mal was. Ja, mit dieser scheiß magischen Anomalie bin ich gar nicht klargekommen. So, jetzt muss ich mal gucken. Das könnte der hier sein, ne? Ah, ich glaube, das wird wieder nix. Ja, das ist diese scheiß Anomalie, die hier irgendwie rumkreucht. Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss den safe laden. Mich denn direkt davor dann vorbereiten, sonst wird das nix. Aus dem Kampf raus. So, einmal nochmal magisches Symbol. 68 von 100. Können wir auch gleich hier rausgehen. Mal hier ein Safe. So. Hau ich mir hier auch gleich Quell des Lebens an den Kopf. Oh, jetzt. Mit einem Schlag jetzt schon wieder? Okay, warum es jetzt auch bei den ersten zwei Malen auch immer so schwer war, ich kann es euch nicht sagen. Also jetzt... Wie blöd, Alter, ey. Naja, weiß ich auch nicht. So, gucken wir mal, ob einer noch irgendwie Groschen und so dabei hat. Die Anomalie, ist die jetzt auch weg? Oder... Die habe ich doch hier abgeschossen, oder? Wo ist die jetzt hin? Schwarzer Stein. Mal, hier war irgendwie ansprechen Mädchen. Nee, das geht nicht. Ja, müssen wir anscheinend zuerst den Stein nehmen. Wie liegst du, mein Sternchen? Entschuldige den harten Stein, aber es geht nicht anders. Okay. Ich weiß, und es kann sein, dass es ein wenig kitzeln wird. Aber nicht lange, ich verspreche es dir. Mama. Zu Hause.
Du warst sehr krank, warst du das? Sehr, sehr krank. Aber jetzt... Maya, was ist los? Es brennt so, ich... Was brennt? Ich... Was? Wer seid ihr? Armes kleines Ding. Du hast nicht den leisesten Schimmer, wie besonders du bist, was? Halia. No way, Alter. No way. Kalia, sie ist das Mädchen, Dalgalas Tochter. Den schwarzen Stein einsammeln und Kalia in Sicherheit bringen. Oh, Leute, Alter, die verschleierte Frau kam und hat den Typen, den Dalgala, hat sie auseinandergesprengt. Und die Maya, also die Tochter von Dalgala, das ist Kalia, Leute. Der schwarze Stein ist zwar matt, aber ein kalter Schauer läuft euch über den Rücken, als ihr ihn anseht. Den Stein nehmen und Kalia in Sicherheit bringen, Quest beenden, den Stein vorerst noch zurücklassen und Schloss Dalgala weiter erkunden. Ah, okay, wenn wir den nehmen, dann ist hier Feierabend. Ich mache mir zur Sicherheit hier einen Safe. Guck mal, welche Nummer das ist. 742, alles klar. Schreibe ich mir mal auf. Ich meine, wir haben hier alles gesehen. Wir haben hier auch insgesamt 3 magische Symbole gefunden. Ich hoffe, das sind alle, nicht, dass es hier noch ein viertes gab. Aber... sonst habe ich ja für mich jetzt erstmal offscreen den Safe. Kann ich im Nachgang hier nochmal ein bisschen rumforschen, dass wir jetzt erstmal die Handlung weiter vorantreiben. Den Stein nehmen und Kalia in Sicherheit bringen. Was wollt ihr Kalia erzählen, wenn sie aufwacht? Die Wahrheit, dass sie Dalgalas Tochter ist, dass das Ritual fehlschlug und eine Explosion Dalgala und die Bediensteten tötet. Nee, die Wahrheit. Schwarzer Stein der Apothekarii war das. Ich verstehe. Wie geht es dir mit all dem? Wie schon. Es ändert nichts. Es muss doch helfen zu wissen, wer du wirklich bist. Ja, wer? Das gescheiterte Experiment eines gebrochenen Mannes. Ich weiß nicht, ob ich diese Erkenntnis wirklich gebraucht hätte. Man muss ihn auch. Natürlich hilft es mir, dieses etwas besser zu verstehen. Es ist ein schwarzer Stein und es ist ein Teil von mir, weil mein Vater mich mit ihm verbunden hat. Aber am Ende bleiben doch nur noch mehr Fragen. Wie zum Beispiel, ob das bedeutet, dass diese Verschmelzung nie wieder rückgängig gemacht werden kann. Und warum diese verschleierte Frau Dalgala getötet hat. Sie muss es gewesen sein, die mich in das Dorf gebracht hat. Obwohl sie von diesem Etwas wusste. Weshalb? Es scheint dieselbe zu sein, der du auch begegnet bist und die diese Banditen in Altutulgrad zur Flucht in die Ruine gedrängt hat. Aber warum? Welche Absichten verfolgt sie? Was mich viel mehr beschäftigt, ist das, was in der Bibliothek passiert ist. Warum die Verwandlung hat ihr das Leben gerettet? Ah, okay, sie wurde verwandelt. Ich wünschte nur, ich wäre rechtzeitig da gewesen. Warum belastet dich das so sehr? Du hast diesen Mistkerlen gegeben, was sie verdient haben. Was genau ist denn nun in der Bibliothek? No way, Leute, Alter. Kommt im Hintergrund Simael zur Tür rein. Ey, er killt mich jedes Mal, Simael, Alter. Darius hatte so eine Erschreckenskunst. Simael taucht hier ein, weil lässig auf.
Guckt sich um. Oh, moin, ey. Weißt du, wir gerade hier voll im Zwiegespräch. Was genau ist denn nun in der Bibliothek passiert? Ich habe diese Geräusche gehört, dieses Fauchen. Kannst du dir das nicht denken? Das war S in seiner vollendeten Form. Ich ohne Maske. Okay. Also sie ist schon wieder ziemlich angepisst. Wir können ja gleich nochmal die andere Option durchspielen. Ich habe ja ein Safe gemacht. Aber ich finde das mit diesem Lügen und einen vom Pferd erzählen, ich weiß nicht, ich finde das nicht gut. Ja, ich sag mal, ich wünschte nur, ich wäre rechtzeitig da gewesen. Sei dankbar. Wärst du da gewesen, hätte es ich dich genauso massakriert wie die anderen. Und das wäre... Okay, weiß das zu schätzen, stand da gerade. Hör doch endlich auf, dich für etwas verantwortlich zu machen, für das du nichts kannst. Dalgalah, dein Vater, hat dich dazu gemacht, nicht du. Nö, na, das sag ich mal lieber nicht, ich schweig einfach. Wie dem mal. Auch sei. Ich werde noch härter trainieren, öfter meditieren, so lange, bis sich kein einziger Gedanke mehr meiner Kontrolle entzieht. Nur so werde ich es jemals beherrschen können. Jetzt geh und bring den Stein nach Arxaira. Ich brauche Zeit für mich. So ist das eben. Okay, wo sind wir denn hier? In der Schneefels-Taverne? Das sieht so aus, ne? Ja. Okay. Jetzt eine schöne Pfeife Friedens. Gut, dann mache ich hier auch nochmal ein Save. Und weil ich neugierig bin und ihr sicherlich auch, lade ich nochmal den anderen. Und dann erzählen wir ihr mal einen vom Pferd. Ich spiele trotzdem mit dem anderen Save weiter, weil wie gesagt, ich halte davon nichts mit diesem Anlügen. Hier, das Ritual ist fehlgeschlagen. Explosion hat Dalgar und die Bediensteten getötet. Schwarzer Stein der Apothekari, ja. Dann ist das also des Rätsels Lösung. Er wollte seine Tochter in einen Engel verwandeln, der die Welt verändert. Und das Ergebnis war ein Haufen Toter. Ach ja. Ironisch, findest du nicht? So verdammt ironisch. Das kann man so sagen. Was ist mit dir? Geht es dir wieder etwas besser? Es geht. Das hätte nicht passieren dürfen, Saira. Das hätte einfach nicht passieren dürfen. Ja. Gut, das brauche ich ja jetzt nicht mehr. Ja. Das findet sie denn befremdlich, wenn ich jetzt eins von den anderen beiden nehme. Wir können das, also ich mache das jetzt für euch, aber ich spiele ja sowieso mit dem anderen Safe weiter. So mag es auf dich wirken. Aber wenn du wüsstest, wie ich mich gefühlt habe, als ich diese Söldner getötet habe, würdest du einen weiten Bogen um mich machen, glaub mir. So eine Genugtuung, eine Ekstase. Ich fühle mich widerlich. Wärst du da gewesen, hätte es ich dich genauso massakriert wie die anderen. Und das wäre... Ja, also ich denke mal, wenn ich die andere Antwort genommen hätte, die ja noch ein bisschen extremer war, da hätte sie dann, hätte glaube ich, hier oben gestanden, findet das befremdlich. Ja, wenn ich das jetzt sage, dann hat sie auch Fresse. Ach, danke für die netten Worte. Aber sie ändern nichts daran, dass ich mich abstoßend fühle. Ich werde noch härter trainieren, öfter meditieren, so lange, bis ich kein... Ja, okay. Jetzt gehe und bring den Stein nach Arxaira. Ich brauche Zeit für mich. Ja, gut. Kommt damit nicht so gut zurecht. Ich lade, wie gesagt, den anderen C, weil, ne, habe ich ja schon erklärt. Ach, schade, jetzt ist hier nicht die schöne Musik. Eben hat, war wieder... Was wir schon mal während der Quest von der Goldenen Sichel gehört haben, wo ich gesagt habe, das Badelied finde ich besonders schön. Und hier war jetzt dieses Mal eben in dem anderen Safe die weibliche Version davon. Die finde ich auch extrem geil. Also noch ein Ticken besser als die männliche Variante. Vielleicht weil eine Frauenstimme zu dem Thema einfach besser passt oder so, weiß ich jetzt nicht. Es schwindet das Licht am Ende des Tags. Die Sonne sinkt schwer. Wir können ja mal nach unten gehen, vielleicht ist da ja ein Bade. Schön, hier. Ja. Was wollt ihr hören? Ja? Das Lied vom Winterhimmel müsste das sein. Klar.
glaube ich. 100 an der Zahl. Ja, ja, genau. Verließen sie ihr Dorf für ihr Land. Ja, dann würde ich sagen, lasse ich mit dem Lied die Folge so ein bisschen ausklingen. Erzähl noch ein bisschen was nebenbei. Ja. Also, in unseren Schatten, das kam ja auch währenddessen wir da unten waren, das lese ich dann in der nächsten Folge vor. Engel, kann ich ja nochmal zusammenfassen, im obersten Teil des Turmes bezeugte ich in einer Vision Dalgalas Versuch, seine Tochter mit dem schwarzen Stein zu verbinden und sie so nicht nur wiederzubeleben, sondern mit übernatürlichen magischen Kräften auszustatten. Sie selbst sollte der Engel werden und Kalia ist Maya. Das Wesen in ihr ist der schwarze Stein und die verschleierte Frau sorgte dafür, dass ihr Leben den Lauf nahm, den es tat. Ich sollte mir darüber klar werden, ob ich Kalia die volle Wahrheit erzählen sollte oder ob manche Geheimnisse besser Geheimnisse bleiben. Ja. Ja. Doll, Leute, was soll ich dazu nur sagen? Es war auf jeden Fall wieder eine hammerharte Quest. Was wir da so mitbekommen haben auch. Tja, vielleicht wäre das besser gewesen, ihr doch nicht die Wahrheit zu sagen. Aber ich persönlich finde das immer besser, wenn man weiß, woran man ist und ja, wie die Dinge so sind. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Wenn sich jetzt viele für das Geheimnis bewahren entscheiden, kann ich das auch nachvollziehen, auf jeden Fall. Sie ihn schon wieder sehen, wenn der rote Mond erwacht, zieht sein Schimmer durch die Nacht, durch den Wald. Das ist auch noch verschleiert der Magier. Bis er den alten Berg erklimmt, dort kniet sie vor seinem Grab, wo die Liebe einst entsprang, sanft berührt er ihr Gesicht. Sie spürt seinen Atem nicht, klagend rot scheint das Firmament. Zwei Seelen bleiben durch die Zeit getrennt. Hey, er guckt mich an. Was ist mit ihm? Schreitet wohl, Maidam. Schreitet wohl, Maidam. Beletor Feuersturm, hat das mit dem irgendwas Besonderes auf sich? Weil das weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht haben wir den schon mal angequatscht, kann auch sein. Naja, okay, Leute, aber dann würde ich es dabei belassen. Ja, Simael, kannst du auch ein bisschen mittanzen? Ja, ich bin gespannt, wenn wir jetzt zurück nach Ark reisen, wie es da weitergeht. Und ja, was Thialor Arantial dazu sagt, auch zu der Story da von der Mine. Und ja, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Was er zu früh verlor, wenn der rote Mond erwacht, zieht sein Schimmer durch die Nacht, durch die Wälder mit dem Wind, bis er den alten Berg erklimmt. Dort kniet sie vor seinem Grab, wo die Liebe einst entsprang. Sanft berührt er ihr Gesicht, sie spürt seinen Atem nicht. Klagend rot scheint das Firmament. Zwei Seelen bleiben durch die Zeit getrennt. Vergessenheit. Im Dorf munkelte man, diese Frau, sie sei verdammt an den Schatten der Vergangenheit erkrankt. Und dennoch verblieb sie in Vertrauen, war standhaft in ihrem treuen Glauben und stets, wenn Licht rot vom Himmel schien, hoffte sie ihn am Horizont zu erspähen. Und selbst als ihr Lebensabend kam, weilte sie alleine und vergang der Mann.
Gesicht, sie wartet. Ihr Lebenslicht erlischt, wenn der rote Mond erwacht. Zieht sein Schimmer durch die Nacht, durch die Wälder mit dem Wind, bis er den alten Berg erklimmt. Dort kniet sie vor seinem Grab, wo die Liebe einst entsprang. Sanft berührt er ihr Gesicht, aus den Wolken bricht ein Licht. Ihre Haut zerfällt wie Staub, eine Seele schwebt empor. Und sie sieht nun seinen Geist, sie sind losgelöst von Zeit. Und der Wind trägt sie davon, durch den Wald zum Horizont. Sie nimmt ihn an seine Hand, die sie so lange nicht mehr kannt. Klagend rot scheint das Firmament, zwei Seelen bleiben durch die Zeit getrennt. Leuchtend rot schien das Firmament, zwei Seelen waren durch die Zeit getrennt.